Es ist schon wieder soweit. Mein Kopf ist rot. Weil guck mal, ich habe schon wieder eine mehrtägige Wanderung gemacht. Dieses Mal von Bremen bis nach Jever. Da bin ich mit Beine hingelaufen. Und das ging 4 Tage lang. Und bevor und hier, ich habe und weil mein Kopf ist so rot, weil da kam Sonne da drauf und das ist dann, das hat sich so rot gefärbt. Und bevor Tag 1 der vierteiligen Videoserie startet, wollte ich euch hier mein neuer Bier-Power-Tanktop zeigen. Und zwar der hier, der ist nicht schwarz, sondern weiß. Also umgekehrte Farben. Und dieser Bier-Power-Schriftzug, der ist hier und nicht hier unten. Extra damit ihr euch das angucken könnt. Das habe ich mir bei Amazon gekauft. Weil das ist von Marke Natururin. Und passend zum Motiv werde ich jetzt rausgehen, weil ich habe ein paar Bierpowers zu machen, schon wieder. Und deswegen werde ich jetzt rausgehen, zur E-Center hinlaufen, Bier kaufen gehen und darauf ein paar Bier und diese paar Bierpowers machen gehen. Also ich bin hier bei diesem versüfften E-Center und jetzt werde ich erstmal ein Bier kaufen gehen. So, ich war gerade bei E-Center gewesen und jetzt stehe ich bei diesem versüfften Weser rum und gucke mir das hier an. Und ich habe mir hier ein Jever gekauft. Und diesen werde ich jetzt hier einen auf Entspannung trinken. Währenddessen ich hier rumstehe. Weil hier, passend zur Videoserie. So, ich habe gerade ganz entspannt mein Bier ausgetrunken. Und, oh Scheiße, das ist so schmierig windig gerade. Aber egal. Jetzt werden erstmal Bierpowers gemacht. Und der erste Bierpower geht an Mama Lydia L. Bierpower! Der nächste Bierpower geht an den Sohn von Lydia L. Und zwar an Markus L. Bierpower. Der letzte Bierpower geht an jemanden, der vermutlich nicht erwähnt werden möchte. Und auf dich werde ich jetzt auch am Bierpower machen gehen. Bierpower. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und vielen Dank für die großzügigen PayPal-Donations. Ich habe mir über die PayPal-Donations neues Kamerazubehör für meine neue Kamera bestellt. Das wird die nächsten Tage ankommen und dann, wenn das passiert ist, dass die hier angekommen sind, dann zeige ich das mal kurz. Und hier, nicht wundern, bei der Wanderung habe ich meine Action-Cam mitgenommen. Also Action-Cam-Qualität anstatt mit dieser hier, mit meiner neuen Kamera. Weil guck mal, ich habe Angst davor, dass die neue Kamera schon wieder runterfällt. Dann ist die Action Cam viel handlicher und einfacher für so eine Touren. Und dann ist der Akku, hält der Akku bei der Action Cam besser. Und ich will auch im Regen loslaufen können. Also sprich, dass wenn ganz viel Regentropfen kommen, die mich die ganze Zeit nass machen, dass ich mich da auch filmen kann. Und das kann ich mit dieser Kamera hier nicht. Deswegen, nur damit ihr Bescheid wisst, bin ich mit meiner Actioncam losgelaufen. So, jetzt Wanderung Tag 1 der vierteiligen Videoserie Start kommt. Ich bin mittlerweile draußen und gleich Jever Wanderung Start kommt. Aber bevor Jever Wanderung wirklich Start kommt, werde ich jetzt erstmal zur E-Center hinlaufen, um dort Jever Bier passend zur Jever Wanderung zu kaufen. Genau. Ich stehe jetzt hier vor diesem verschmierten E-Center und jetzt werde ich hier erstmal Jever kaufen gehen. So, ich bin jetzt gerade von E-Center ausgelaufen und ich habe hier 3 Träger Jever gekauft und ein Zucker. Und das jetzt einpacken und dann gleich erstes Bier trinken. Und dann Jever-Wanderung Start kommt. So, ich habe diese ganzen Biere und dieses Zucker eingepackt
Und jetzt erstmal erst das Bier öffnen. Und jetzt Jägerwanderungsstart kommt. Ich bin gerade gestartet und ich befinde mich jetzt gerade hier bei dieser Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt. Und da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Kennt ihr diese Stange hier vorne? Da habe ich letztens so gemacht. Yeah! Genau, so habe ich das gemacht. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Guck mal, das da vorne, das heißt Erdbeerbrücke. Ich bin gerade unter dieser Erdbeerbrücke drunter durchgegangen. Diese Weser da vorne, also da, wo dieser ranzige Boot dort drauf fährt, der stinkt nach tödliche Krabben. Guck mal, dieser voll alt Gebäude, der sieht so alt aus. Und wisst ihr, warum der so alt aussieht? Weil der so alt aussieht. Guck mal, ich laufe immer noch hier über dieser, an dieser versüfften, mit tödlichen Krabbengeruch, Weser lang. Und der da vorne, da fährt schon wieder so ein Schiff oder was es ist. Mit, keine Ahnung, mit diesen schwarzen Steinen da oben drauf. Das trägt da gerade rum. Und guck mal, hier vorne ist diese Brücke, wo ich schon mal gelaufen bin. Aber da werde ich nicht rüberlaufen, sondern in die entgegengesetzte Richtung, nach da lang irgendwo hin. Guck mal, hier vorne ist so eine Vollfettkreuzung. Über diese Vollfettkreuzung, da muss ich rüberlaufen. Guck mal, hier vorne ist ein Rewe. Und ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich mich genau hier vorne direkt auf dem Parkplatz so richtig besoffen hingesetzt hatte damals. Das ist auch schon lange her, aber das habe ich gemacht. Das war amüsant gewesen. Mit ein paar mehr Leuten. Das war cool. So in so einem Kreis, in so einer richtigen Runde haben wir uns da irgendwo direkt auf dem Parkplatz hingesessen. Bier trinkend. Ich habe hier einen Mülleimer gefunden und hier werde ich jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen drunter stellen. Ich habe jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen hier drunter gestellt. Und genau, ich werde jetzt gleich noch ein Bier aufmachen. Hier vorne ist so eine Vollfettkreuzung mit ganz viel Verkehr und sowas. Das nervt rum, ich will hier in Natur hinkommen. Weil hier sind diese ganzen Abgasen und sowas. Und Krach und Geräusche und Lärm und sowas. Guck mal, hier vorne ist Autobahn mit ganz vielen Autos und LKWs und noch mehr Fahrzeugen. Diese Fahrzeuge hier, die hier drunter durchfahren und hier vorne auch auf der Straße, die machen hier diese ganz vielen Abgasen und sowas. So ist es jetzt gerade wolkenfrei genug. Beziehungsweise weil die Wolken da ganz vorne nicht so komplett da sind. Dass da ein bisschen Sonne durchscheint. Der da kommt warm und sowas. Und weil warm gekommen ist, kann ich jetzt so rumlaufen, wie ich jetzt rumlaufe. Und zwar, ich habe jetzt gerade hier meinen Bierpower Tanktop an. Extra damit er hier noch mehr D3-Schepperung kommt. Zu dieser freien Hautfläche, die ich da habe. Guckt euch mal an, wie versüfft dieser Teich da vorne aussieht. Ich laufe so lange so rum, wie ich jetzt rumlaufe, bis da oben, wo die Sonne da ist, weil heute ist das temperaturmäßig nicht so warm, glaube ich. Bis da irgendwelche Kackwolken da rum da davor stehen, im Weg stehen und sowas. Und dann, wenn das passiert ist, dass da Wolken im Weg stehen, dann werde ich mein Pullover anziehen. Guck mal, da ganz hinten, da sind diese Vollfetthallen von diesen BLG Logistics oder wie das heißt. Damals im Ausbildungsbetrieb, da war das hier unser Kunde gewesen.
Pilze. Guck mal, da hinten ist dieser Feldlandschaft. Wisst ihr, wie Feldlandschaft aussieht? Feldlandschaft sieht genauso aus, wie das da aussieht. Guckt euch mal an, wie viel Fett diese Vogelscheuche da vorne hat. Ey, guck mal da! Genau, da hinten! Dieser Storchennest! Guckt euch mal an, wie schwer mein Müllsack hier ist! Warte, guck mal! Ich hab das hier gefunden! So, der Sack ist leer. Und jetzt habe ich diese ganzen leeren Bierflaschen hier hingestellt. Und darauf, dass ich das gemacht habe, werde ich jetzt ein neues Bier aufmachen. Und jetzt weiter zu gelaufen. Oh, Turm gefunden. Bierpower. Langsam immer mehr Dunkle kommt. Das heißt, ich werde irgendwie irgendwas suchen, wo man pennen kann. Und deswegen glaube ich, werde ich von dieser Straße hier, von dieser Bundesstraße, oder wie das heißt, abhauen und irgendwie vielleicht nach Richtung Dahlak hinlaufen. Bei dieser Kleinstraße. Vielleicht finde ich da irgendwie so ein Waldstück, wo ich drin pennen kann. Das werde ich jetzt machen, weil ich habe gar keinen Bock drauf, einen komplett dunklen nach einem Pennplatz zu suchen. Deswegen mache ich das lieber jetzt. Leute, langsam ist Dunkle gekommen. Und guck mal, hier vorne ist so ein Straßenweg. Und hier vorne ist ein Feldweg. Also Feldlandschaft ganz viel hier vorne. Und ich finde hier kein Waldstück oder so. Und deswegen habe ich mir überlegt, mein Zelt einfach hier vorne hier aufzuschlagen. Wuff, Zelt ist kurz auf mich draufgefallen, aber jetzt ist er aufgebaut. Das ist das Wichtigste. Damit ich da gleich reinpennen kann. So, ich habe hier gerade meinen Schlafplatz fertig gemacht. Währenddessen hier vorne Straße ist, also Fuß hier Straßenweg, wo hier auch Autos vorbeifahren. Und hier vorne ist Feldlandschaft, wo morgen früh vielleicht Trecker vorbeifahren könnten und das umroden könnten. Und genau hier schlafe ich jetzt heute Nacht. So, ich bin jetzt gerade im Zelt drin und ich habe jetzt gerade keinen wirklichen Hunger drauf, irgendwie was zu essen zu kochen. Und deswegen werde ich jetzt hier diesen Aluminiumfolieninhalt in mir reinmachen. So, Tag 1 der Jewe-Wanderung geht zu Ende. Das heißt, ich werde mich gleich so langsam schlafen legen.
Von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Ich hab ganz viel Bierpower. Bierpower.